Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Schachtraining für Amateuren. Wenn Sie Schach besser spielen und verstehen möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Heute werden wir über Vorzüge, über ein Phänomen und gleiche Verbläufe im Mittelspiel sprechen. Ungleiche Farbige die schaffen so gleiche Ungleichgewicht, weil die dominieren oft auf eine Diagonale, zum Beispiel in unserem Fall jetzt ziemlich geschwächt sind da so die beiden Diagonale, so die große Diagonale, also Läufer B2 in diesem Fall, ja. Hat große Wirkung auf die Diagonale, schaut direkt auf Feld G7 und Läufer B7 auch schaut auf Punkt G2. Ja, das ist schon wie ein Moment, der sollte man sofort aufnehmen. Und jetzt auch wichtig, so Königsicherheit, also wie fühlen sich Könige? Das ist, die beiden Könige sind geschwächt, natürlich durch diese Wirkung auf diese Feld G2 und G7 entsprechen so, das ist und aber Weiß ist momentan am Zug und dann Weiß hat er die Figur, die also die Dame und Turm, die auch ziemlich schnell in Angriff kommen können. Da muss man noch einen passenden Weg finden, weil im Prinzip Weiß hat hier drei Figuren an Griff sozusagen. Also, das ist nicht wenig, also wenn wir einfach diese Zusammenkraft also von Figuren Dame 9, Turm 5 und Läufer 3 zählen würden, dann kommen wir auf 17. Also, Schwarz hat auch gute Verteidigung, also Turm 7. Und Bauer G7 auch in gewisser Weise eine Verteidiger, aber das ist effizient, wenn wir zum Beispiel 17 durch 5 oder 6 teilen würden, dann kommen wir schon auf Werte ca. 3 und das ist schon wie ein starker Angriff normalerweise. Hier muss man sagen, auch Turm E7 ist ein bisschen überlastet, weil er muss irgendwie gleichzeitig Bauer L6 und G7 decken. Ja, das ist die Frage, ob Weiß es ausnutzen kann. Und jetzt sollte man einfach jetzt gucken, ob es irgendwie Weiß gelingt, so ehrlich Angriffe hier richtig fortsetzen. Jetzt könnt ihr auf Pause drücken und dann irgendwie Zeit nehmen und versuchen, passende Fortsetzung zu finden. Okay, die Lösung ist nicht so einfach, also mindestens in der Partie Weiß hat das nicht gefunden. Also das ist auch so ein gewisses Momentum. Wenn er jetzt momentan nicht jetzt richtige Zug macht, dann diese Zeit ist vorbei und das wird sich verhältnismäßig ändern. So. Also Läufer G7, es wäre ein richtiger Zug, der auch zum Sieg geführt hätte. Muss man sagen, dass Läufer ist tabu, wenn man zum Beispiel König schlägt, dann kommt Dame G5 Schach, König F8, es wird noch ein Schach und nach Turm H7, jetzt setzt Weiß einfach matt. Turm G7 verliert auch wegen einfach Dame 6 Schach, Turm F7 und jetzt Dame E8 Schach. Turm F8, kommt Dame G6 und König G7, kommt Dame H8 und hier auch setzt Weiß matt. Deswegen Läufer darf man nicht schlagen, aber Schwarz kann hier Dame C2 spielen, so also gegen Angriff auf Bauer G2 wie starten, so das ist die Dame und Läufer sind irgendwie drauf. Weiß spielt hier Dame G5. Deckt G2 und gleichzeitig droht der Abzug von Läufer G7 mit entscheidenden Angriff und nehmen hier funktioniert nicht, also wegen Schach, Dame D7, noch ein Schach, Dame D8 Schach,
und das weiß hier gewinnt, weil nach König F7 folgt einfach Turm H7 und Dame D7 und dann kann man jetzt hier den nächsten Zug Turm nehmen und mal setzen. So. Ja, also das ist Dame G2 wäre hier besser, aber hier auch weiß hatte einen Zwischenzug, also jetzt haben wir eine sogenannte Desperado-Stellung, also Desperado nennt man, wenn man gibt es mehr als eine Schlagmöglichkeit, also und jetzt haben wir hier eine Stellung, wo die Figur hängen und weiß kann sich mit Löffel F6 Gegengift machen. Und jetzt hängen zwei Figuren von Schwarz, also Turm E7 und Turm G2 und einzige Zug, den wir noch Gegendrohung schafft, also führt zum Matt. Also das bedeutet, ist nicht möglich. Also das muss man drum wegziehen, dann weiß kann auch einfach G2-Schlagläufer nehmen und dann wird hier locker gewinnen. Also Läufer G7 hätte diese Partie gewonnen. Aber Weiß hat dieses Momentum verpasst, obwohl mit Weiß hat er ein starker Großmeister gespielt. Also das ist, hatte damals 2-6, also das ist schon jetzt, wenn wir jetzt auf jetzige Zeit diese Zahl nehmen würden, das ist schon wie im Bereich 2-7 sozusagen. Dann ist es einfach Inflation von Elo berücksichtigen würden. Okay, hat er aber nicht gefunden. Also jetzt Schwarz nutzt Zeit. Also, und muss man sagen, der Löffel 5 hat ja noch einen Nachteil, also, weil irgendwie jetzt Bauer 6 jetzt nicht mehr schwach. Also jetzt hängt nicht. Also, deswegen Schwarz nutzt diese Möglichkeit auch sofort. Also spielt hier Turm D7. Jetzt bringt der Turm ins Spiel. Also jetzt kann der Turm jetzt bei Angriff teilnehmen, so das ist gegen G2. Das werden wir auch sehen, das werden wir auch erleben. Und jetzt wird langsam bei Weiß kritisch, also bei jetzt Weiß muss hier wichtige Zug liefern. Und auch psychologische Gründe, dieser Zug ist schwer zu finden, wenn Weiß diese Idee davor nie gesehen hat. Also jetzt Löffel G7 wäre ich einziger Zug nach Löffel G7. Schwarz muss Dame D2 spielen und dann irgendwie nach Dame G2 Partie ist hier bleibt irgendwie in Gleichgewicht, also Weiß steht etwas besser, aber ist hier ziemlich schwer zu gewinnen, aber Löffel G7 war einzige vernünftige Zug, stattdessen spielte Weiß Dame G5, im Prinzip droht nichts, also deswegen Schwarz kann hier jetzt symmetrische Oper machen. Was hat hier Weiß verpasst? Jetzt macht Schwarz. Also ist auch so, wenn du nicht durchschießt, also jetzt bekommt jetzt Weiß selber Tor, Gegenschlag und jetzt Löffel ist auch hier tabu. Wenn Dame G2 folgt, Turm D2 einfach. Und Weiß gewinnt die Dame, Schwarz gewinnt die Dame und nach König G2 folgt einfach Turm D2 Schach. König G3 und dann hier muss man schon hier auch geben. Kann man einfach mal setzen. So. Also für G2 zerstört also weiße Verteidigung und er probiert noch mit Turm H8, also, aber das ist in drüben zu fischen hier bringt nicht so viel. Also Schwarz kann einfach umschlagen, Schach, König G8, Dame E6 Schach, König geht nach H7, Dame E5 und jetzt einfach G6. Jetzt weiß keine weitere Schach mehr. Er spielt Dame F6, droht zwar mit Matt, aber jetzt Schwarz ist am Zug und jetzt hat große materielle Übergewicht, mehr Turm und dann auch Herrschaft auf weiße Felder. Natürlich wird das hier locker gewinnen. Es hat, ist noch, kam Dame H1, König G3,
Turm D3 und hier hat Weiß auch gegeben. Also verständlicherweise, weil nach König E4 folgt zum Beispiel hier Turm D3 wird schon ausreichen. Und nach König H4 kann man hier auch schnell matt setzen. So. Auf verschiedene Weise. Okay. Dieses Beispiel zeigte, wie gefährlich im Mittelspiel Läufer und gleich verfahrene Läufer sind. Und die Seite, die Initiative hat, also erst angreifen kann, hat eigentlich oft Vorteil. Also aber diese Zeitvorsprung muss man nutzen. So. Auch zum Beispiel hier manchmal also auch zum solche Kombinationen ergreifen wie Löffel Schlag G7. Das und diese Zerstörungsopfer, also diese Opfer, die Verteidigung zerstört. Also das zeigt, wie gefährlich so ein Paar im Mittelspiel ist. Also, und dann muss man diese Sache fixieren. Und wenn ihr so eine Situation in der Partie bekommen, dann einfach in diese Richtung denken. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, geben Sie bitte Daumen und abonnieren Sie den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen.